herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So. Wir die laufen Hühnchen. Eigentlich aber, ja, die Hühner. Die da Hühnchen, die Hühnchen. Ja. Ja. Die Eier liegen rum. Ich hoffe mal, die sind dann nicht vergammelt, bis die jemand braucht. Hoffe ich mal auch, vor allem jetzt bei, ja, obwohl, es ist ja jetzt so gesehen Winter. Das heißt, ja. Ah, das wird jetzt, glaube ich, nicht so das Problem sein. Ja, ich hoffe mal. Im Sommer, da hast du irgendwann hart gekochte Eier. Gebraten, ja. Ja, aber so im Allgemeinen. Also ich erwirtschafte eigentlich generell relativ gut Geld, muss man sagen. Oh, shit, da hinten im Wald sehe ich gerade noch was. Da steht mein Scorpion King auch noch. Der müsste mal wieder nach Hause. Siehst du, sowas bleibt dann einfach auf der Strecke. Ja. Da steht einfach mal eine Dreiviertel oder eine halbe Million im Wald. Ui. Ja, der war teuer. Mhm. Ich bräuchte einfach einen zuverlässigen Mitarbeiter, aber nee. Selber könnte ich auch sagen, weil manches Mal denke ich mir echt so, ich komme mit der Arbeit nicht hinterher. Ja, es ist einfach so. Alleine kannst du nichts mehr wirtschaften. Ja, ich glaube, das ist auch so der Grund, weshalb der Racix da die Kooperation gemacht hat. Ja. Ich glaube, das war sein Hintergedanke. Glaube ich auch, aber ich glaube, der hat hauptsächlich nur den Bauhof geschlossen, weil sowieso keine Aufträge mehr reingegangen sind bei dem. Ja, aber der hat ja trotzdem gut Geld verdient, weißt du? Also so mit den Reparaturen nicht. Und Landverkaufen alles. Ja, ja. Der müsste eigentlich auch die heute noch vorbeikommen. Mhm. Damit ich mit dem noch was durchkauen kann. Okay. Ja, der Müller-Stefan hatte seinen Plattformwagen einfach mal so bei mir auf dem Hof abgestellt, ohne mir irgendwas zu sagen. Und dann? Hab ich den jetzt mal rangezogen. Ich so, hey, Hänger weg, sonst Strafe. Da sagt er dann nur am Telefon, ja, wieso das denn? Ich so, ich dachte, ich darf das bei dir. Ich so, ja, aber ohne meine Erlaubnis garantiert nicht. Ja, und wieso hat er dann abgestellt? Weiß ich doch nicht, weil er auf einmal irgendwie weg musste. Hm. Er steht jetzt mit Sicherheit schon 2 Monate bei mir. Ach, so lange schon. Mhm. Da hat er bestimmt gar nicht mehr gewusst, dass es seiner ist. Nee, ich hab den mal so angesprochen. Ich so, ey, hol mal deinen Hänger weg. Wie mein Hänger? Ich so, ja, hier dein kleiner Strautmann. Ich so, weg damit. Was will ich mit so einer Klinggurke? Und braucht er den noch? Ja, für seine Wolle. Ah, okay. Ich dachte, er hätte ihn da vergessen und brauche ihn nicht mehr. Und wenn, dann hätte ich den schon veräußert. Hm. So, jetzt bin ich gleich durch hier, ey. Ja. Also es geht relativ gut mit dem Xerion und mit der Horsch 9 DC. Ja, kann ich mir vorstellen. Deiner hat ja auch ein bisschen mehr Leistung wie mein Johnny. Ja, was hast du denn? Ein Sechser. Ja, denselben wie du hast. Ja, der hat ja 400 PS, glaube ich, der Klaas. Ist dann nur der Kleine, ne? Nicht der 5000er. Ne, so wie die Blaubeeren. Die müssen ja direkt auf die Kacke hauen. Ja, ja. Meiner 300. Ja. Ja. Also der würde mit der Horsch aber auch zurechtkommen. Es war ein bisschen schwer, aber es würde gehen. Ja, ja. Wie fandest du eigentlich vorhin das Fußballspiel? Ja, war ein bisschen langweilig. Ja. War nicht so gut, wie wir es schon mal hatten. Ja, ich fand das Fußballspiel war auch nicht irgendwie so wirklich meins. Weil ich kenne Fußball anders. Ey, ist ja Traktorfußball. Ja, ich kenne das nur mit 22 bescheuerte verfolgenden Ball. Ja. Beziehungsweise 20, zwei stehen ja nur dumm rum.
Das sind immer so die persönlichen Meinungen, ne? Ja. So, jetzt zieht man gerade noch die Spur hier. So, und dann bin ich, glaube ich, durch, oder? Ich brauche, glaube ich, noch einen kleinen Flecken. Ja. So. Gut, dann fahre ich dich mal zu deinem Auto. Und dann fahre ich schon mal mit dem Auto vor. Wohin? Und fange dann zu meinem Hof zum Düngen. Du hast nicht gesagt, dass wir das machen. Doch, ich habe doch gesagt, ja. Warte mal, muss man gerade gucken. Ja, doch, hab noch genug drin. Ja, gut, dann machst du es. Zum Feld 100, was war es, 65? Normale 65, genau, unter der 70 da. Da hat es mir ja mal geholfen beim tiefen Lockern. Das eingezäunte Ding da, gell? Ja. Okay. Ich meine, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir die 61 oder die 72 holen. Ja, alles zu seiner Zeit, ne? Wollte ich gerade sagen. So. Gut, bis später. Bis später. Bist du klein? Und du bist wie? Ich bin klein. Guck mal hier an die Türe, ey. Alter. Ja. Okay. Kannst du nach oben gucken? Ja. Gut, bis nachher. Bis nachher. So gut, dann fahren wir halt mal zu dem Kollegen noch rüber. Und helfen ihm mal noch auf die Sprünge. Volker Varuna, hallo? Hi. Du hast ja Karton und Leerpaletten, ne? Hm. Produktion. Hm. Hast du 10 von beiden? Hast du Geld? Ah. Moment. Ich schau mal gleich nach. Weit rechts ranfahren. Leerpaletten auf jeden Fall. Karton. 7 müsste ich eigentlich auch 10 Stück haben. Jo, würde ich kaufen. Wie viel bekommst du denn für beides? Karton wären 20.000. Ja. Und Leerpaletten 16.000 netto. Und? Also 22 für die Kartons mit Steuer. Und machen wir 17,6 für die Leerpaletten. Zusammen 39,6, sorry. 39.600. Jo. Ich würde das den RaceX abholen lassen. Ja, Moment. Die Leer... Ja, das soll erst in den Wald kommen. Zu den Leerpaletten. Okay, sage ich Ihnen. Und ich bräuchte mal noch ein Angebot. Wenn es geht, schnell. Für einen kleinen Anhänger. Wo ich Eierpaletten transportieren kann. Ein Straubmann oder wie? Zum Beispiel. Wahrscheinlich ohne Bord, wenn wir rein waren. Ne, mit. Mit? Okay. Mit, bitte. Also die... 4000. Ja, die einfache Bordwand.
Warte, nee, mach die mittlere und gib mir die mittleren. Also die mit zwei Bordwänden. Mit zwei, aber die zweiten, die machst du mir dann wieder runter. Verstehst du? Also zwei mit zwei bestellen, aber die zweite. Genau, die machst du dann wieder runter. Achso. Brauche ich erstmal nicht. Auch dass die zweiten Bordwände praktisch wieder mitbestellt. Die schmeißt du einfach hinten drauf und dann passt's. Jo, warte, das sind einfach 11.000 insgesamt. Inklu-Abzug? Inklu alles. 11. 11.000. Jo, überweise ich dir. Bestellen also bitte. Nur 1.000 hier überweisen. Jo. 10.000 werden automatisch. Jo. Gut. Kriegst du dann. Wo ist denn nächste Woche? Jupp. Also 1.000 überweise ich dir. Jo, passt. Dankeschön. Was kriegst du für das Saatgut noch? Habe ich noch nicht geliefert, aber dafür bekomme ich rechnen dran. Sieben vier. Überweise ich dir auch gleich noch. Ja? Ja. Gut, danke dir. Also für mich kannst du jetzt auch immer Leerpaletten und so einplanen. Ich habe jetzt die Glasherstellung und die Brauerei. Oh. Da will ich aber dann mal einen Gratiskasten, ne? Ah, schauen wir mal, ne? Ja, komm. Erstmal muss sie laufen. Ein Kasten kann ja mal vom LKW fallen. Das fällt keinem ja, auf. Ja, die konnte ich mir leisten, indem ich mein LU schließe. Hä? Wie? Ich hab mein LU geschlossen. Alter, was macht denn ihr alle? Warum schließt ihr alle eure Firmen? LU bringt nix. Okay. Okay. Hab halt keine Einnahmen mehr gehabt. Okay, gut. Passt erstmal. Jo. Danke, bis denn. Tschüss. Ciao. Alter, das kann doch nicht angehen, dass die alle ihre Firmen schließen. Aber ich habe da auch schon was auf dem Schirm. Ich habe da schon einen Plan. Und dann gucken sie alle blöd. Mahlzeit. Ei, was willst du denn drauf haben? Zwiebeln. Zwiebeln, kann ich die überhaupt? Ja, meine Frau ist mit dem JD einkaufen. Da blieb mir jetzt nichts anderes übrig, wie der kleine Case. Der 7200 Pro, der ist gut. Ja, schöne alte Technik, ne? Der hat nicht so viel Schnickschnack drin wie deiner. Ja. GPS habe ich ja auch noch nicht. Wird alles überbewertet. Wollte ich gerade sagen, ich kriege alles per Augenmaß. Jo. Ey, ich muss mal nochmal telefonieren. Alles klar. Ach. Doch nicht. Ich habe vorhin mal in ein Tablet reingeguckt, da sagte der mir, der Preis für Zwiebeln liegt momentan bei über 3.000 die Tonne. Hä?
Echt? Oh. Hast du dich aber verguckt? Ja, 508 steigend bei Edeka. Naja, vielleicht spült das ja ein bisschen Geld in meine Kasse. Ja, wenn du hier einen Job brauchst, ich kann dir was anbieten. Ja, bis dahin werde ich dann wahrscheinlich mal sehen. Ich melde mich dann auf jeden Fall. Ich komme dann auf dein Angebot zurück. Glaub mal. Jo. Beim Case ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Ja, Glückwunsch. Im Gegensatz zum JD. Da musst halt dein Zeug auch pflegen. Ich pflege doch, nur letztens waren es halt die Zündkerzen. Ja, aber die gehen ja nicht kaputt, das ist ein Verschleißteil. Das ist normal. So, gut, ich mache mal kurz eine kleine Snackpause. Mach das. So, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.